Hey Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Ich bin jetzt wieder endlich gesund, zumindest fast, aber fit genug, um dieses Video zu drehen. Denn vor 2-3 Wochen, bevor ich krank wurde, habe ich bei Avel bestellt. Und ich möchte euch jetzt meine Bestellung zeigen. Denn ich glaube, ich habe 8. Ich glaube, es sind 8. Wir werden am Ende mal zusammenzählen, wie viele es wirklich sind. Neue Bücher bestellt und ich zeige euch jetzt einfach, was ich bestellt habe und lese euch den Klappentext vor, weil ich habe bei den meisten überhaupt keinen Plan, worum es geht. Das erste, wenn ich hier meine schöne Kiste reinpacke, ist The True Thing von Samantha Young. Da geht es um Emily, die in einem Küstenort in einer Buchhandlung arbeitet und da drin noch eine Ersatzfamilie gefunden hat. Allerdings hat sie ein Geheimnis, von dem selbst ihre besten Freundinnen nichts wissen. Sie hat sich in Jack Devlin verliebt, der den Ruf eines Bad Boys genießt. Weil Emery zu schüchtern ist, wagt sie es nicht, ihm ihre Gefühle zu gestehen. Jeden Tag, wenn sie mit ansehen muss, wie Jack andere Frauen verführt, bricht ihr Herz ein Stück mehr. Doch dann liegt Emery in Jacks Arm. Sie spürt seine sinnlichen Lippen auf ihren und eine ungeahnte Leidenschaft, bis er sie von sich stößt. Tief verletzt will Emery ihn und alles, was sie je für ihn empfunden hat, vergessen. Aber plötzlich sucht Jack wieder ihre Nähe und setzt alles daran, dass sie ihm vergibt. So sieht das gute Schätzchen aus. Es hat auch einen echt guten... So sieht es aus. Hier ist der obligatorische Stempel. Aber sonst... im echt guten Zustand. Nächster Buch ist... The Secret Bug Book Club von Lissy K. Adams. Ich hoffe, ich spreche das gut aus. Ich habe keinen Plan. Auch echt ein guter Zustand dafür, dass es ein Mängelexemplar-Shop ja ist. Ich liebe Avel. Also ich bestelle so häufig und die Bücher kommen immer so gut an. Und hier geht es drum. In The Secret Book Club geht es darum, dass die erste Regel des Book Club lautet, ihr verliert kein Wort über den Book Club. Der Ehe von Profisportler Gavin Scott steckt in der Krise. Genau genommen ist sie sogar vorbei, wenn es nach seiner Frau Thea geht. Und das darf nicht sein. Thea ist die Liebe seines Lebens und er versteht verdammt nochmal nicht, was überhaupt passiert ist. Eigentlich müsste sie sich bei ihm entschuldigen. Gavin ist ratlos und verzweifelt, bis einer seiner Freunde ihn mit zu einem Treffen nimmt. Ein Treffen des Secret Book Club. Hier lesen und diskutieren Männer heimlich Liebesromane, um ihre Frauen besser zu verstehen. Gavin hält das für Schwachsinn. Wie soll Liebesschnulzen ihm helfen, seine Ehe zu retten? Doch die Lektüre überrascht ihn und Thea steht eine noch viel größere Überraschung bevor. Ich glaube, das ist einer von zwei Bänden. Ja, hier wird der zweite angekündigt. War schon 2020, also der sollte, denke ich, auch draußen sein. Ich bin echt gespannt. Dann das nächste, was ich aus meiner schönen Kiste greife, ist der zweite Teil von Schattenthron. Das hatte ich ja in meinem Video, was ich im Mai lesen will, schon angekündigt, dass ich den ersten und den zweiten habe. Den habe ich, glaube ich, beide bei Avel tatsächlich bestellt. Und ja, hier war der zweite jetzt im Angebot, deswegen habe ich den bestellt. Steht mir wieder nichts hinten drauf, aber schaut mal, wie hübsch der ist. Und ich will jetzt auch nicht nachgucken, worum es geht, weil sonst würde ich euch und mich spoilern, weil... den ersten noch nicht gelesen. Dann das nächste ist Two Sides of the Dark von Alexandra Flint. Da geht es um, als Taylor in Los Angeles auf Joe trifft, fühlen sie sich vom ersten Moment an zueinander hingezogen. Joe, der gescheiterte Schauspieler, der bei einem Unfall ein Bein verloren hat, und Taylor, aufgewachsen in Emmerdale, einem auf Genmanipulation spezialisierten Forschungslabor und nun auf der Flucht. Beide wollen ihre Vergangenheit hinter sich lassen und ein neues Leben beginnen. Doch je näher sich Taylor und Joe kommen, desto größer wird auch die Gefahr, in der sie beide schweben. Denn Emmerdale ist Taylor dicht auf den Fersen und will nicht nur sie vernichten, sondern auch alle, die sie liebt. Ich weiß nicht, ob es davon mehrere gibt. Ich schau mal nach. Hier steht nichts. Ich weiß nicht, ob das ein Einzelband ist. Oh, hier ist sogar eine Karte drin. Also, ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob es davon mehrere gibt oder ob das ein Einzelband ist. Ah, anscheinend ist es eine Dilogie. Das steht hier vorne. Keine Ahnung. Das nächste ist Regenglanz, aber ich glaube, das kennt schon gefühlt jeder. Das ist ja auf
BookTok und Bookstagram und überall, wo drum es ums Bücher geht, ja total hat das die Welle geschlagen. Sogar mit Farbschnitt habe ich das bekommen. Oder sind die alle mit Farbschnitt? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall. Mega Zustand. Ich liebe Abel. Dafür liebe ich Abel wirklich. Dann habe ich noch ein, das sind meine letzten zwei, habe ich mir von Cassandra Clare Chain of Iron, die letzten Stunden, und Chain of Gold, die letzten Stunden. Das war so ein Buchangebot, da haben jetzt beide zusammen irgendwie 14 Euro gekostet und sonst kostet eins alleine ja schon 20, also mega geil. Auch hier der Stempel unten. Aber sonst sehen die beide wie neu aus. Ich will mich jetzt auch noch nicht spoilern, worum es da geht. Es geht, glaube ich, immer noch um die Schattenjäger, ja. Aber ich habe die normale Reihe noch nicht gelesen, deswegen keine Ahnung, worum es geht. Ja. So, jetzt lass mich mal zählen. Summa summarum sind das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bücher. Fast. Fast gut geschätzt mit meinen 8. Ja, das war mein Avel Unpacking. Das habe ich bei Avel bestellt diesen Monat. Ich habe auch diesen Monat sonst nichts bestellt an Büchern. Ich glaube, das bleibt auch diesen Monat erstmal so, weil ich habe noch echt viel auf meinem Sub. Und das versuche ich jetzt erstmal wegzulesen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video.